Viele Interessierte nutzten die Chance, bei der ersten Kulturkonferenz im Rahmen des Projekts Kulturentwicklungsplan in der Kniestädter Kirche teilzunehmen. Die Frage, wo soll es mit der Kultur hingehen, stand dabei im Mittelpunkt. Die nächsten Kulturkonferenzen finden am Dienstag, den 27. Februar, in der Kulturscheune in Lebenstedt und am 8. März in der Realschule Tiede statt. Alle Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner sind herzlich eingeladen. Der Fachdienst Kultur, der Geschichtsverein Salzgitter und der Förderverein Burg Lichtenberg veranstalteten am Samstag, den 17. Februar, im Museum Schloss Salda ein Symposium zum Thema Der 30-jährige Krieg. Zahlreichen Vorträgen von namenhaften Experten konnte einen Tag lang kostenfrei gelauscht werden. Am 11. Februar war der Notarzt Dr. Med. Christoph Schenk in der Stadtteil- und Schulbibliothek Friedenberg zu Gast. Er stellte sein Buch Viva la Reanimation vor. Schenk ist im Raum Salzgitter tätig und berichtet auf verschiedenen Online-Plattformen über seinen Alltag als Notarzt. In seinem Buch findet man einige kuriose Fälle. Der Kultursommer hat Zuwachs bekommen. Howard Carpendale und Vicky Leandros erweitern nun das Programm des diesjährigen Open-Air-Spektakels auf dem Schlosshof in Salda. Tickets sind bereits verfügbar.